Dr. Burası Scherer, ja warum die Scherer hinterheftigst lachen. du? Sei ehrlich. Nein, nein, nein. Ich möchte, dass du uns Guck mal, allen hier warte, erklärst, das dass ist mein Imam Bruder, Khomeini ich hier weiß, ihr falsch liegt. Ich ist möchte auf nicht meinem nur, dass du Kopf. dich distanzierst von der Aussage. Ich möchte, dass du uns allen beweist, dass das, was er gesagt hat, nicht der Wahrheit entspricht. Ich sag dir gerade, du willst ja, dass ich meine Meinung über andere Menschen erläutere, aber die andere Meinung von anderen Menschen ist ja nicht relevant bei unserer Religion, weil die Aqida ist ja von unseren Büchern. Wir sollten keine Gelehrten folgen bei der Aqida, sondern nur bei Fiqh-Angelegenheiten. Heißt, in dem Aqida, in dieser Situation, wie alt war Aisha, als der Prophet sie geheiratet hat, das steht in den Büchern und nicht in den gelehrten Aussagen. Verstehst du, wo der Unterschied liegt? Ja, okay, trotzdem hast du meine Frage immer noch nicht beantwortet. Bring uns einen Ja, Beweis, dass ich Imam muss es ja gar nicht Khomeini falsch beantworten. liegt mit seinen Aussagen. Du stellst mir Frage über meine Religion, nicht über andere Menschen, Amir. Das ist nicht in Okay, Ordnung. gut, Ich ich kann hab dir auch dich. sagen. Okay, gut, aber Imam Khomeini ist ja 10 Millionen Mal höher als du, sind wir uns da einig? Ich sage in dem Aqida, nein, nein, nein. Warum lachst du? Ich habe nicht mal Ja, aber mich regt das geredet. auf, weil du das nicht zugeben willst, Was habe Mann. ich gesagt? Warum lachst du jetzt? Was habe ich gesagt? Ja, Ja, okay, los, weil mach du mich jetzt so lächerlich. ruhig warst, weil du Nein, gedacht hast, mach ja, der mich Ami hat lächerlich. recht. Du versuchst gerade lustig über mich zu machen und du weißt nicht mal, was Nein, ich nicht. Ich gesagt habe. mach mich nicht Schäm lustig dich über dich, einfach sondern mal. über deine Aussage, was du da tätigst. Ja, was habe ich dann getätigt? Ich habe nicht mal was gesagt. Du hast schon gelacht. Ja, ich hab zu dir gesagt, bring mir einen Beweis, dass Imam Khomeini Nein, du hast keine gesagt, Ahnung hat ja, von dem, du was er musst da zugeben, sagt. dass Imam al-Khamenei Dings da ist höher als du. Ich sag dir, in Aqida-Angelegenheiten, nein, wir sind gleich. In Ach nein. Fiqh-Angelegenheit, er ist mehr. So wie meine Religion das sagt. Das ist nicht meine Aussage. Aber du willst das nicht zu verstehen, du willst das nicht zugeben, Amir. Du willst mich nur begrenzen mit meinen eigenen Gelehrten, nicht mit meinen eigenen Büchern. Das willst du machen. Ja, ich möchte von dir wissen, ist das, was Imam Khomeini da sagt, Ich bin schiitisch? Kann man anderer das mit Meinung dem in dem Aqida. Islam vereinbaren? Warte mal. Okay, mach mal. Siehst du, der will nur zerfetzen, ne? Hast du das gesehen? Al-Najafi. Ich bin der Ich hätte meinen Pitbull auf Scheinlicher dich. Denn sein Hund ist ein Hetzer. Der hetzt die ganze Zeit mit anderen Hunden. Bruder. Aber Mein subhanallah, kleiner Amir, ne? Pitti. Guck mal. In dem Koran steht: فَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Übertretet nicht, Allah subhanahu wa ta'ala liebt nicht diejenigen, die übertreten. Was diejenigen gemacht haben, indem sie gesagt haben: Ja, wir haben die Länder geöffnet, wir haben alles erobert und dies und das. Das ist doch i'tida, was die machen. Das ist doch Dings da, dass die übertreten haben. Haben die doch übertreten, oder nicht? Klar haben die das gemacht. Und Allah liebt nicht die Übertreter, sagt Allah im Ja, Koran. okay, wir weichen schon wieder vom eigentlichen Thema der Kinderehe ab, verstehst du? Ja, okay, du willst das Thema haben, kein Problem. Wir haben ja das Thema Aisha gehabt. Ich sagte, Aisha, laut der Aqida der Schiiten, also Mehrheit der Schiiten sagen 16 bis 18 Jahre alt, als sie den Propheten geheiratet hat. Kannst du mal Kannst du mir das nachgoogeln? beweisen? Kannst du mir das beweisen, dass Ja, die kann ich Mehrheit dir. glaubt, dass Jetzt die gerade habe 16 ich den war? Buch gerade nicht im Kopf, aber du kannst wirklich im Google nachgehen und gucken. Ja, du kannst es Diese doch eben machen, wenn es so kein Problem ist. Was denn? Also, dass ich dir den Buch zeige? Nein, Ich kann dir dass du uns beweist, sagen, dass die Mehrheit der Schiiten glaubt, dass Aisha 16 war. ja, Das ist Bruder, doch ich kein Thema sag's für dich, dir. das ist ein Klacks Du für einen fragst mich ja Najafi. nach meiner Glaube. Du fragst mich ja nach meiner Glaube. Ja, du Okay, weißt doch, nochmal, worum ich habe lag's immer jetzt? viel, viel Liebe für euch, meine Süßen. Nee, nee, ich Aber verstehe nicht. Eine ich Sache, möchte, dass die du ich mit jetzt Hack nicht. redest. Du Ich hast möchte, dass schon du ein mit bisschen Wahrheit Mimik redest. dahinter. Ich möchte, Amir, dass du mit Amir, da ich sehr möchte, viel dass du mit Mimik. Authentizität redest, verstehst du? Wenn du etwas sagst, dass du sagst, Ja, Amir, gerne. in Al-Kafi, Hadith so und so, Nummer das, schau nach, Ja. der Imam Jafar sagte, dass Okay. Aisha so und so, so beispielsweise, weißt du? Bitte. Okay, ich sag dir, du hast ja mir einen Vorwurf gemacht, richtig? Das Ja. heißt, du musst mir erstmal eine Nein, du authentische hast eine schiitische. Behauptung Einen Moment, aufgestellt, einen auf dieser Moment, Behauptung, einen Moment, hör Najafi, mir zu, bitte. lass mich reden, lass mich Warte, reden. ich erkläre dir, du hast wieder was Nein, falsch nein, verstanden. Du hast eine du weißt Behauptung jetzt, was kommt. aufgestellt, Du dass weißt die jetzt, was Schiiten, kommt, die Amir. Mehrheit der Schiiten glaubt, dass Aisha 16 war. Amir, ich sag dir. Da habe ich zu dir gesagt, Najafi, sei Amir. ehrlich und rede mit Hack, rede mit Ich bin nicht Wahrheit und bring Al-Najafi. uns Beweise. Ansonsten Wallah, sei ich bin nicht ruhig. Al-Najafi. Hör mir zu, Tayyip. Okay, lass mir nur ganz kurz einen Satz zu Ende sagen und dann sag, was du wüsstest, okay? Du behauptest, dass diese sunnitische Überlieferung, was wir nicht annehmen, dass der Prophet Aisha mit 6 geheiratet hat und mit 9 bei ihr reingegangen ist,
Dings, der bei uns authentisch ist. Also ich meine nicht so jetzt. Ich weiß nicht, wie ich das besser formulieren soll. Weißt du, ist egal. Sag doch einfach Geschlechtsverkehr, was für bei ihr reingegangen ist. Was ist das, ja, bitte, Mann? Ist okay, Mann. Ist wirklich, ich kann das nicht besser formulieren. Amir, hör mir zu jetzt. Hör mir zu, Mann. Du bist der Beste, ehrlich, ey, du bist der Hammer. Hör mir zu. Guck mal, du bringst jetzt die Überlegung. Wie viel höre ich dir gerade zu? Und dann sagen die mir, Ami hat keine ein Geduld. Mal, ein letztes Mal, okay? Guck mal, diese Überlieferung kannst du ja gegen die Sunniten nutzen. Aber gegen uns muss sie eine andere Überlieferung finden, was wir jetzt annehmen, wo Aisha steht, dass sie mit dem Propheten geheiratet hat. Mit diesem Alter. Gibt es aber nicht. Gibt es okay, aber gut. Nicht. Okay, gut. Deswegen hast du gerade eben eine Behauptung aufgestellt und hast gesagt, wir, die Mehrheit der Schiiten, glauben, dass Aisha 16 war. Und da habe ich zu dir gesagt, okay, Najafi, beweis mir das aus den Sahih-authentischen Überlieferungen der Schiiten. Und da hast du gesagt, ja, okay, warte, wir müssen googeln. Aber du kannst das googeln. Da habe ich gesagt, ja, mach du das doch, ey. Hast du gesagt, Ich meine nicht du. Ich sagte, jeder kann das googeln. Geht auf Google und sagt so, Aisha, laut schiitischer Meinung, wann ist sie mit dem Propheten geheiratet? Guck, was da rauskommt. Alle, die in diesem Live sind und die zuhören, können das machen. Jetzt sofort. Okay, und ich will jetzt in den Kommentaren sehen, okay, was sie dazu sagen. Und wir gucken, wer recht hat, Amir. Hier, guck, ich mach dich auf Rot, geh und mache. Hier, bitteschön. Ich bin gerade nicht mal zu Hause. Ja, okay, geh raus und hol uns das bitte. Komm gleich wieder rein. Bis gleich. Siehst du, wie du lügst? Nein, wollen wir nicht. Habt ihr das gesehen, ey? Das ist, ich weiß nicht, ob das Takriya-Kunst ist oder diese Kunst der Lüge oder sowas. Ne, Leute, habt ihr gesehen, das? Ja, 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 klar. Das Problem ist ja, dass diese Sache mit dem Kinderheirat ist ja im Koran drin. Ist egal, was die außerkoranischen Überlieferungen jeweils im sunnitischen Islam oder schiitischen Islam sagen. Wir haben das im Koran in Surah 65, Vers 4. Jetzt müssen wir herausfinden, was dieses schiitischen, ich kenne mich damit nicht aus mit dem schiitischen Islam, wie die schiitischen Gelehrten Surah 65, Vers 4 auslegen. Aber wir haben ja den höchsten Gelehrten des schiitischen Islam, wo hunderte Millionen von Schiiten von ihm lernen, Imam Khomeini. Ja. Der hat das schon alles ausgelegt. Ist das schon vorbei? Die lernen ja alle von ihm. Imam Khomeini. Ja. Ja. Tahrir al-Wasila. Ja, genau, Tahrir al-Wasila, ja, genau. Bis sie 9 Jahre alt ist, Schenkelverkehr kannst du haben, aber du darfst dich einbringen. Ja, das gut, die meisten Schiiten distanzieren sich davon. Die Schiiten distanzieren sich von dieser Aussage, aber dann frage ich mich ja, widerlegt doch seine Aussage. Dann zeigt doch, dass das falsch ist und kein Schia schafft das. Ja, aber das ist ja der Wahnsinn. Die haben alle Probleme mit ihren Gelehrten und die haben Probleme mit ihrer Religion. Das ist das Problem, was sie haben. Man kann die gar nicht verpacken. Ja, bei so unangenehmen Fragen, auf einmal haben die alle Probleme mit ihren allen Gelehrten. Das heißt also, eigentlich meinen die das so, dass sie ein Problem haben mit ihrer Religion und mit ihrem Propheten. Das ist da drin versteckt. Ja. Wir zitieren ja, oder du zeigst ihn ja aus dem größten Gelehrten des Islams, wo was weiß ich, Milliarden von Sunniten von diesen Leuten lernen. Und dann haben die Probleme mit diesen Großgelehrten. Bei so unangenehmen Sachen. Bei alles, was so halbwegs angenehm ist, haben die kein Problem. Bei unangenehmen Sachen, bei unangenehmen Wahrheiten, ja, das haben die alle Probleme. Gelogen. Das ist erstmal gelogen, Bruder. Weil du sagst ja, wenn wir Probleme mit unseren Gelehrten haben oder verschiedene Meinungen durch die Akida, was ich gerade aufgeklärt habe, dann haben wir unsere Religion widerlegt. Aber nein. Ich sage, wir dürfen ja die Bücher kritisieren. Jetzt zurück zu dem Thema, damit wir den Punkt nicht verlieren. Wieso? Und kannst du bitte nicht mal bitte stumm, oder dann bist du laut. Ja. So. In As-Sahih fi Sir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi an Ja'far al-Murtada in Kapitel 3 in 257, da steht drin, dass Aisha nicht 6 Jahre alt war, als der Prophet sie geheiratet hat. Sie war von 14 bis 17 Jahre alt, okay? Blende uns mal die Quelle ein, bitte. Ja, okay. Ich schreib das in den Kommentaren. Alle sollen das jetzt mal kopieren und einmal gucken, ja, bitte. Okay? Ja.
Besser. Also laut Schiitentum ist Aisha jetzt 14 gewesen. Und die ganzen Großgelehrten aus Iran irren sich alle und haben Heiratsalter mit 9 gemacht. Ist das zu fassen? Ja, das ist ein Wahnsinn. Ne? Die sind sich alle nicht einig untereinander. Das heißt, es gibt eigentlich 1,6 Milliarden Islame. Amen. Das ist so. Man muss das so, ein Endfazit. Das ist nicht korrekt, was ihr macht. Ich schwöre bei Gott, das ist nicht korrekt. Es gibt 1,6 Milliarden. Guck mal, ich hab die jetzt. Ja, das ist so. Da es ist so. In dem Kommentar. Ihr habt doch alle ein Problem mit euren Gelehrten. Ich habe die Quelle gerade da reingeschrieben. Bitte kopiert die Quelle und guckt mal selber. Jetzt habe ich mich bewiesen. Ja, warum nimmst du den nicht von den Gelehrten Ayatollah Khomeini? Warum nimmst du nicht von ihm? Das reicht doch langsam. Er sollte doch nicht mehr lustig machen. Ach, Khomeini ist ein Lügner. Ich bin ein Lügner? Ayatollah Khomeini ist ein Lügner? Nein. Khomeini. Vielleicht hat er ja eine Meinung vertreten, was ich nicht vertrete, was auch okay ist. Ja, wo holt er seine Meinung denn? Was? Bei Akida. Wer ist der Gelehrte? Du oder er? Riza, hör mir zu. Akida bei uns ist nicht so, dass du einem Gelehrten folgst. Hast du es verstanden? Aber der ist doch ein Imam, er ist doch Hujjatul Islam. Es ist sogar verboten, ein Marja, einen Gelehrten zu folgen bei der Akida. Verstehst du, was das bedeutet? Du behauptest, du warst Schiite, du weißt das nicht mal. Habe ich gesagt, dass ich mich auskenne mit Schiitentum? Nein, aber Bruder, das also, geht nicht. Also, warum erzählst du dann sowas? Ja, aber das geht nicht. Du musst erstmal verstehen. Du wirfst mir vor, ich lüge. Ich sag dir nein. Ich hab nicht gesagt, dass du lügst. Ja, ich hab gesagt, beweis uns das erstmal. Rede mit Hach. Okay, du hast jetzt eine Quelle genannt. Dann frage ich mich allen Ernstes, dass ein TikTok-Muslim, ein Schia-TikTok-Muslim hier reinkommt und auf der Grundlage von einem Hadith jetzt sagt, dass Aisha 14 war und die ganzen Großgelehrten aus Irak und Iran keine Ahnung haben, aber ein Abbas aus TikTok. Nicht alle, das ist nicht nur meine Meinung, das ist gelogen jetzt. Ja, das aber du sagst, dass dieser, okay, warte, Abbas, du sagst, dass dieser Hadith behauptet, dass die Mehrheit der Schiiten das glaubt, richtig? Ja, richtig. Okay, zeig mir das, wo steht das, dass die Mehrheit der Schiiten glaubt, dass Aisha 16 war oder 14? Jetzt soll ich jeden Gelehrten durchgehen. Du bist in der Beweispflicht, das ist dir schon klar, ne? Du hast das behauptet. Du hast das behauptet, okay, richtig? Guck mal, damit du Bescheid weißt. Ich wiederhole mich. In dem Akida, auch wenn die Mehrheit der Meinung ist, dass Aisha 6 Jahre alt, als sie geheiratet hat, es ist aber kein Argument gegen die Schiiten, weil die Schiiten sagen, in dem Akida solltest du oder es ist verboten, einen Gelehrten zu folgen. Ja, okay, aber wollen wir nicht der Mehrheit folgen? Wollen wir jetzt einer Minderheit folgen oder wollen wir der Mehrheit der Gelehrten folgen, die sagen, dass Aisha 9 war? Natürlich, also die Mehrheit macht es. Ja, also da haben wir uns doch schon Ja gesagt, wie du. Ein Moment. Die Mehrheit können sich auch irren. Ja, wenn wir jetzt so danach gehen, die Mehrheit kann sich irren, die Minderheit kann sich irren, dann kommen wir nie zu einem Ergebnis, Mann. Natürlich kommen wir zu einem Ergebnis. Reza, guck dir das mal an, ey, das ist doch nicht mehr normal. Wir reden wie Erwachsene, wie vernünftige Menschen, wir haben Verstand, Amir. Guck mal. Ja, ich merke aber, dass du deinen Verstand ausschaltest. Hör mir zu. Lass mal meinen Bruder reden, Abbas. Ja, gut. Die Mehrheit der Muslime machen die Sunniten aus. Ja, und deswegen mit den Schiiten ist es mal unwichtig, das ist eine kleine Minderheit in dem islamischen Bereich. Und wir gehen ja nach der Mehrheit, das heißt nach der großen Mehrheit, das ist Sunniten. Und wir gehen nach ihren Gelehrten und nach ihren Überlieferungen. Und da steht alles drin. Wenn du uns nicht, Bruder. Uns interessieren doch nicht, was kleine Sekten innerhalb des Schiitentums sind. Wir sind nicht klein, wir sind 385 Millionen. Das ist doch klein für dich? Nein. Die große Mehrheit der Schiiten. Nein. Die große Mehrheit der Schiiten geht nach diesen Großgelehrten, wie zum Beispiel Khomeini. Nein, du redest ja, die Sunniten sind die Mehrheit von den Muslimen. Ich sag ja, okay, aber ich sage ja, wir sind 385 Millionen Menschen. Sind wir irrelevant für dich? Was ist bist im du für ein Rassist? Zu den Sunniten? Was ist mit Sunniten? Wie viel sind die? Ja, ist doch okay. Christen sind doch mehr. Christen und Atheisten sind noch mehr. Was seid ihr denn für Menschen? Nein, es geht doch darum, dass die große Mehrheit. Ja, du sagst doch Mehrheit. Sunniten sind. Ja, aber das ist, dass die Muslime, die sich Muslime nennen. Bruder, verstehst du, was ich meine? Es ist kein Problem. Die nennen sich Muslime. Ich erkenne sie nicht als Muslime. Verstehst du, was ich meine? Aber sie bilden doch die Mehrheit. Ja, Atheisten sind auch Menschen. Die auch als Menschen sehen und ihr nicht, weil ihr eine Religion innerhalb macht, eines Glaubens, innerhalb einer Religion reden wir darüber, nicht außerhalb einer Religion. Okay,
können sich diese Sunniten irren, weil ihr habt ja viele Beweise gegen die Sunniten, aber kein einziges Beweis gegen die Schiiten. Und er kennt sich ja auch nicht aus mit der schiitischen Lehre. Glaub mir, wenn ich mich... Haben wir doch gerade gesagt. Einen Moment, 300. Tahrir al-Wasile, Schenkelverkehr mit der höchsten Imam. Ja, das ist eine Meinung von einem Gelehrten. Schenkelverkehr mit einem Baby. Das ist eine Meinung? Das ist eine Fatwa, Mann. Ja, das lehne ich ab. Ich als Schiite lehne es ab. Du lehnst das ab, aber erklär mir das und beweis uns, dass Imam Khomeini Unrecht hat. Darum geht's doch. Ich gehe runter und muss wieder hoch. Ich gehe runter und muss wieder hoch. Es ist so unglaublich, ne? Ja, okay, ich weiß, dass Schiiten ein Problem damit haben. Aber kein Schiite kam auf den Gedanken zu zeigen, ja, Imam Khomeini hat hier Unrecht gehabt. Also das und das stimmt nicht. Das wird in den Universitäten gelehrt. Im islamischen Land, da... Ja. Aber bei Unterdrücken von anderen Leuten, zum Beispiel in den Iran, denen bei unislamisches Verhalten die Hände abzuhacken, die zu erhängen, da sind sich auf einmal alle einig. Ja. Da haben die kein Problem damit, die Christen und die Juden und die Atheisten in den islamischen Ländern unter einer riesen, immensen sozialen Druck zu verfrachten. Damit haben sie kein Problem in Sachen Unmenschlichkeit. Ja. Aber mit so Kleinigkeiten haben die Probleme. Da reden die dann den ganzen Tag drüber. Also erstmal... Verstehst du? Ja, erstmal ein Hallo. Salam alaikum. Hallo, grüß dich. Ich würde dir gerne etwas sagen, Ex-Muslim. Ja, Abu Yasmin. Weil du hast gelogen. Du meintest, kein schiitischer Gelehrter hat jemals dagegen gesprochen, das, was Said Khomeini... Nein, das meine ich nicht. Ich habe gesagt, kein schiitischer Gelehrter hat einen Gegenbeweis geliefert, dass Imam Khomeini hier falsch liegt. Doch. Da gibt okay. es Gegenbeweise, mein Freund. Okay, zeig. Da gibt es einige Gegenbeweise. Also erstmal, ich zeig dir von meinem Marja, also man nennt das Gelehrter, was er gesagt hat. Ich kann das gleich auch auf Deutsch zeigen. Also auf Deutsch ist das hier auch, also das ist auch bekannt. Auf Deutsch gibt es hier, schau mal, also ich lese es einfach vor, ja. Die Wahhabiten im Aserbaidschan bringen uns mit dem Rechtsurteil von Herrn Khomeini in Verlegenheit, während wir ihnen als Studenten des Westens im Gegensatz dasselbe in ihren Büchern anführen. Uns interessiert eure Auffassung, also das ist von wem dieser Gelehrter, Muhammad Jamil Hamoud al-Amili, das ist mein Marja, also das ist von meiner Gedankenfolge. So, was sagt er? Uns interessiert eure Auffassung zu der Thematik. Erstens trafen die Rechtsgelehrten in unserer schiitischen Rechtsprechung den Konsens über die Billigung der Beiwohnung eines Säuglings. Zweitens, also das ist eine Frage. Zweitens, trafen alle Rechtsgelehrten in unserer schiitischen Rechtsprechung den Konsens über die Billigung des Schenkelverkehrs mit einem Säugling? Drittens, welche Auffassung vertritt die Eminenz des Vorbilds der Nachahmung, also gemeint ist mein Marja, über den Sachverhalt aus rechtsprechender und praktischer Perspektive? Wenn diese Handlung einen Schaden mit sich bringt, der unbeträchtlich in Bezug auf den Säugling ist, ist dem Partner das Praktizieren des Schenkelverkehrs mit ihm gestattet? Jetzt antwortet er, weder besteht ein Konsens bei den herausragenden Persönlichkeiten der Konfessionen über den Sachverhalt des Schenkelverkehrs mit einem Säugling, noch wird er in den Aussagen der Urgelehrten aufgeworfen. Nein, vielmehr ist der Erste, der ihn aufwarf, der Autor von Al-Arwa, Herr Muhammad Kazem al-Yazdi im Buch Al-Arwa Babun Nikah, und ihm folgte der Großteil von denjenigen, die Al-Arwa kommentierten, und wir sind die Ersten, die ihm widersprechen und in mehreren Anfragen und Erörterungen von uns seine Lehrmeinung des Irrtums bezichtigten. Einige von ihnen lassen sich auf unserer Internetseite aufrufen. So ist das Schlagfertigste bei uns das Verbot des Schenkelverkehrs mit einem Säugling aufgrund ihrer fehlenden Tauglichkeit zur Vergnügung, und da ihr Vater nicht die Autorität über sie hat, sie zur Vergnügung mit ihr zugänglich zu machen, durch den Ausdruck der Gewohnheit der Autorität des Vaters über die Tochter an das, was... Also das ist ein schiitischer Gelehrter, es geht hier noch viel weiter, er bringt Argumente und so weiter und so fort, ja, und der lehnt das ab, was Said Khomeini da gesagt hat. Deswegen, hört doch auf, jedes Mal... Nein, okay, warte, sei mal ruhig, sei mal ruhig. Nichts okay, Abu Dersin, jetzt hast du geredet. Guck mal, ich hab dich reden lassen, hab dich Dings gemacht. Ja. Kein Thema.
So, jetzt bringst du mir eine Aussage von einem Gelehrten, der jetzt so ein bisschen dagegen spricht. Aber was ist mit der Großheit der Schiiten, die Imam Khomeini lieben und seine Aussagen als wahrnehmen? Weißt du, was das für eine Katastrophe ist? Und ihn nicht in Frage stellen, verstehst du? Und die sagen, ja, das ist Hujjatul Islam. Der Typ hat Ahnung vom Islam. Du könntest nicht sagen, nee, das ist nicht so islamisch oder was? Doch, doch, doch. Guck mal, ich sag ganz kurz, also der Grund, warum Sayyid Khomeini so hochgepriesen wird von vielen Schiiten, ist nicht unbedingt dafür, für jetzt seine überragenden Fatawa, sondern weil er die Schiiten politisch so sehr weit gebracht hat und deswegen verehren sie ihn, weil er uns auch beschützt hat und unsere, wie heißt das, ja, uns eine Stimme verliehen hat. Imam Khomeini ist ein Riesengelehrter in der Schia-Szene. Verstehst du das nicht? Und sein Buch Tahrir al-Wasila ist eine Anleitung für einen schiitischen Muslim, wie man vorzugehen hat als Schia. Okay, okay. Aber wenn und doch... er hat das in Kapitel der Ehe, hat er das für die Schiiten in der Nachwelt vorgelebt, also vorgezeigt. Ah. Er selber hat ein kleines Kind auseinandergenommen, richtig? Nein, hör auf zu lügen, du kleiner Ekelhafter. Warum lügst du? Aber das sagen doch einige Gelehrte, dass nein, er nein, eines nein, das Nachts ist eine Lüge über ihn, die verbreitet wurde. Ich weiß, was du meinst. Das ist eine Lüge über ihn, die verbreitet wurde, die nicht bestätigt ist und die nicht sein kann, weil dieser Typ, der das behauptet hat, nicht mal ihn getroffen hat. Also ein Typ stellt sich ins Internet mit seinem Gesicht und alles und behauptet, dass Imam Khomeini dies und das gemacht hat und wagt sich, so eine Aussage zu treffen. Das willst du uns sagen? Ja, natürlich. Ich kann auch über dich solche Leute finden, die dann über dich irgendwelche Scheiße verbreiten. Ja, okay, aber du weißt, ich bin nicht Imam Khomeini. Imam Khomeini ist ein jemand, wenn jemand etwas Lügenartiges über ihn erzählt. Schau mal. Also erstens war das in einem Buch vorzufinden und nicht irgendwie mit seinem Gesicht im Internet, sondern das hat man einfach verbreitet und dieses Buch... Nein, das Video haben wir gesehen. Also es gibt da einen schiitischen... ein Schia, der mit Khomeini unterwegs war und hat uns erzählt, dass wir eines Tages eingeladen worden sind von einem anderen Schiiten und dann hatte der ein Kind zu Hause und Imam Khomeini hat dann aufgrund von Schiitentum quasi mit dem Kind diese Genussehe ist er dann eingegangen und hat das Kind dann am Abend Geschlechtsverkehr mit dem Kind. Ja. Aber weißt du, was das Geile ist? Dass dieses Buch, wovon du sprichst, das ist von Sunniten geschrieben worden. Dieses Buch heißt Lathum al-Tarikh. Da wurde das verbreitet. Und dieser Typ, guck mal, ich zeige euch das, Leute. Ich zeige euch das. Dieser Typ, der das verbreitet hat, behauptet auf Seite 104, dass er Dildar Ali al-Naqawi traf, der im Jahre 1820 verstarb. Und beschreibt Abul Qasim al-Khoi auf Seite 77 als verstorben, der im Jahre 1992 verstarb. Das würde Sayyid Musawi mehr als 172 Jahre alt machen. Dieses Buch wurde von Sunniten gemacht worden und die waren so dumm, dass sie nicht die Daten beachtet haben. Und dabei kam heraus, dass wenn man seinen Aussagen Glauben schenkt, dieser Typ, der das behauptet, 172 Jahre alt ist. So, das ergibt gar keinen Sinn, vorne und hinten nicht. Hör auf, irgendwelche Gerüchte zu verbreiten, weil... Ich verbreite nicht irgendwelche Gerüchte, das ist alles im Internet da. Aber ich verbreite das nicht, das ist im Internet da, das weißt du ja. Das Ding ist, ich könnte jetzt auch großes christliche Päpste bringen und die sagen, guck mal, das ist das Christentum. Guck mal, was hier gemacht wird. Ja, aber du kannst das nicht dem Führer des Christentums sozusagen, dem Herrn Jesus Christus in die Schuhe schieben. Ja, und ich sag dir, du kannst das auch nicht den Führer des Schiitentums, den Ahlul Bayt und den Propheten zuschreiben. Ja, okay, können wir ja, weil sagen, er das selber in seinem Buch niedergeschrieben hat, Schenkelverkehr. Genau. Deswegen liegt das nahe, dass er sowas gemacht hat. Aber was, dann kann ich sagen, Siehst du, wie ekelhaft das ist? Ganz kurz. Du sagst, weil er das in seinem Buch verfasst hat, ich sage dir, okay, diese Päpste, die das machen, das liegt dann bei denen nahe, dass jetzt irgendwie einer von den Aposteln sowas gemacht hat. Guck dir das an. Wir haben doch die Bibel. Da musst du die Beweise bringen aus dem Himmel, wo der Jesus sowas gemacht hat. Das war Knockout. Das war Knockout. Das war wahrhaftig Al-Najafi ein Knockout. Ich gebe dir das zurück, da musst du die Beweise bringen für das, was Khomeini gesagt hat. Ja, okay, ihr habt das doch in deinem Buch aufgeschrieben, Mann. Aber die Beweise dafür, für das, was er gesagt hat, verstehst du das nicht? Er ist doch krank. Er hat in seiner Fatwa nicht gesagt, ja, ich sage das, weil der Prophet so und so gemacht hat und weil es den und den Hadith gibt. Hat er nicht gebracht in diesem Buch. Deswegen hol du jetzt den Beweis. Der weiß doch, was er tut, oder er holte diese Sachen aus dem Baum. Die Päpste, die mit Säuglingen was gemacht haben, die wissen auch, was sie tun.
Ja, ja, die wissen, was sie tun. Die, ja, die ihre ja, ekelhaften also pädophilen Neigungen nachgehen. Also aber das hat der Herr Jesus nie gesagt. Der hat es auch nie im Testament, im Neuen Testament niederschreiben lassen. Richtig, richtig. Im Gegensatz zu deinem Imam. Okay, und richtig. Und das, was Sayyid Khomeini gemacht hat, das hat auch kein Imam der Ahlul Bayt und kein Prophet gesagt. Deswegen. Der wird schon wieder nicht drauf eingehen. Das ist unglaublich. Ey, das ist nicht normal. Guck mal, ey, du sei doch ein bisschen fair, sei doch ein bisschen gerecht. Du behauptest über deine Päpste, dass sie das machen, okay? Aber es gibt keinen Beweis dafür aus euren Quellen. Okay, gut, ich akzeptiere das. Perfekt. Und ich sage dir genau dasselbe. Khomeini hat das in seinem Buch aufgenommen, aber es gibt keinen Beweis dafür. Was ist der Beweis bei uns? Koran und Ahlul Bayt. Gibt es dafür einen Beweis? Nein. Dann sei leise. Das ist in dem Buch deines großen Gelehrten, wo hunderte von Millionen Schiiten darauf hören. Ihr seid richtig. Hunderte Millionen vom Päpste haben kleine Kinder auseinandergenommen. Abu Yasmin, stell dir mal vor, jemand nimmt das Buch von Imam Khomeini ernst und es gibt Millionen von Schiiten, die nehmen das ernst und die praktizieren tagtäglich Schenkelverkehr. Weißt du, was da angestellt hat? Ey, Wallah, Ex-Muslim, du bist der größte Lügner. Guck dir das an, Alter. Guck dir das an. Hol mir einen einzigen, der die Fatwa von Khomeini nachverfolgt hat und gesagt hat, Khomeini hat das doch erlaubt. Einen einzigen. Meinst du, jemand würde sagen, ja, ich hab das Ding mit meinem Penis massiert oder was? Ja, woher weißt du das dann? Woher weißt du das dann? Ey, bist du krank oder was ist los mit dir, Mann? Was erzählst du? Es gibt einen Menschen auf der Erde, der sagt, ja, ich hab gerade eben einen Penis zu schneiden. Du sagst doch 100 Millionen Schiiten akzeptieren das. Krank, Mann, Alter. Du sagst doch 100 Millionen Schiiten akzeptieren das. Dann müsstest du doch einen von denen bringen. Ja, wir können doch nicht in deren Häuser gucken, was sie nachts treiben. Aber wenn es doch normal bei den Schiiten ist, dann kannst du doch von irgendwo aus dem Iran, kannst du doch bestimmt irgendjemanden raussuchen. Ja, natürlich wird das praktiziert. Ach. Ey, Reza, was ist dein Beweis dafür? Ja. Für jede Behauptung muss es einen Beweis geben. Was ist dein Beweis dafür? Wenn so viele Schiiten so einem Imam folgen und seine Bücher lesen und das auch in Tat umsetzen, dann wer bin ich denn, dass ich dann hingehe und da überall nachgucke? Aber guck mal, in ihren Häusern. Damit wir der Logik von Ex-Muslim Amir, ja, von Abu Amir folgen, würde das bedeuten, ich könnte jetzt über ihn behaupten, einem kleinen Säugling auseinander. Und was ist der Beweis dafür? Ja, Amir würde doch niemals sagen, dass er das gemacht hat. Deswegen kann ich behaupten, dass er das gemacht hat. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Derselben Logik habe ich dich gerade als einen Pädophilen da gemacht. Abu Amir, ein Najafi, hör auf mit dem Stand. Sein Gehirn ausgesetzt. Ich bin nicht Najafi, Mann, ich bin Musawi. Ey, dein Nokia 2000 klingelt. Abu Aisha, das ist so krank. Wir reden davon, dass ein Großgelehrter den Millionen von Schiiten folgen, dass Imam Khomeini in seinem Buch Tahrir al-Wasila im Kapitel der Ehe Folgendes den Schiiten mitgibt. Ihr dürft Kinder heiraten und was die anderen Gelüste angeht, dann dürft ihr sogar Schenkelverkehr mit dem Baby machen. Das ist eine Anweisung. Erstens, guck mal, ich sage dir zum tausendsten Mal, das ist kein Beweis für alle Schiiten. Du laberst immer wieder das Einzige. Ich hab die Herdos gemacht, Mann! Chalas, dann bist du pädophil, weil deine Päpste auch tausende Kinder haben. Das kann nicht wahr sein, ey! Welcher Papst auf der Welt hat ein Buch geschrieben, wo er sagt, wir können unsere Penisse dazwischen markieren? Okay, wenn ich dir einen hole, gibst du zu, dass das Christentum pädophil ist? Zeig mir den! Wir haben immer noch das Vorbild Jesus Christus, ja? Er hat kein Kind geheiratet. Ja, aber Mohammed hat doch ein Kind geheiratet. Der Koran sagt das doch in Sura 65, Vers 4. Ey, du bist so ein Teufel, ja? Ich sag ihm, ich hol dir das. Ey, die Schiiten sind die heftigsten Takia, ne? Ich sag ihm, ey Junge, ich bring dir das okay von einem Papst. Er sagt, aber Jesus ist doch so, welcher Christ hat das denn gesagt? Junge, wenn du sagst... Okay, kein Problem, bring mir eine Aussage eines Gelehrten, der sagt, wir dürfen unser Glied zwischen dem Schenkel eines Babys massieren. Okay, wenn ich dir das Ding von...
Wenn ich dir das bringe, von einem Christen. Wenn du das zu verhaftet bist, dann sage ich, okay, alles klar, hat den Beweis gebracht. Irgendein Kirchenvater ist ein, der letzte auf dem Dreck, der gesagt hat, dass man hier seinen Penis zwischen den Geschenken eines Babys massiert. Okay, 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 warte, ganz kurz. Wenn ich das bringe. Geh raus und komm wieder rein und bring den Beweis. Dann hör doch zu, ich will dir doch was sagen. Wenn ich das bringe, du bringst den Beweis. Jetzt ist es nur aber ich will doch wissen, was das Ergebnis davon ist. Wenn ich dir das hole, was machst du dann? Ja, dann sag ich, du bist wahrhaftig. Dann sag ich, du hast einen pädophilen Priester gefunden. Nein, dann musst du zugeben, dass das Christentum pädophil ist, genauso wie du das über die Schiiten machst. Nein, da geben wir zu, dass dieser Dreckspapst oder derjenige, der das geschrieben hat, direkt in die Hölle fahren soll. Ja. Aber ohne Zurückticket, One-Way-Ticket, ohne direkt in die Hölle. Mit einem Arschtritt. Mit einem Hintertür. Okay, warte ganz kurz. Ein Moment. Also du sagst über diesen Typen, dass er dann in die Hölle fahren soll. Ja. Ein Moment. Direkt. Ich hole dir das. One-Way-Ticket. Warte kurz. Ich hole dir das. One-Way-Ticket nach Dubai. Gib mir zwei Minuten. Ich hol dir. Du hast sogar fünf Minuten, kein Thema, mach hin. Es gibt also irgendeinen Kirchenvater oder irgendein Priester, der gesagt hat, man kann sein Glied zwischen irgendwelche Babys passieren. Das musst du dir geben. Ja, vielleicht hat er irgendeine andere Sache mit Babys, also. Ja, man darf ja nicht über diese Themen so locker reden, über TikToks, sonst machen die irgendwas. Also, ja, aber pass mal auf, jetzt gleich geht das Gelächter. Ich habe nur Gelache übrig. Pass mal auf, was der jetzt macht. Ich weiß schon, was der irgendwas macht. Der holt wieder von irgendwo irgendwas. Pass auf, was der macht jetzt. Also vom Mittelalter. Von irgendeinem degenerierten Haufen Müll. Auf zwei Beinen. Leute, nochmal, dass ihr das versteht. Hier geht es nicht um irgendeinen kleinen Fisch, der irgendwie in seinem Buch mal geschrieben hat, dass man Schenkelverkehr mit einem Baby macht. Imam Khomeini ist der Führer unseres Landes gewesen. Seine Autorität ist maßgebend für die iranische Gesellschaft. Khamenei war sein Schüler und er hat das übernommen. Und er schreibt in seinem Buch Tahrir al-Wasila im Kapitel der Ehe für die Muslime, dass sie ein kleines Kind heiraten dürfen, sie müssen nur warten. Aber was die anderen Vorzüge angeht, wie sein PINIS zwischen dem Schenkel eines Babys zu massieren, ist es gar kein Problem. Man darf nicht eindringen. Ja. Damit haben wir ein Problem. Und es gibt Millionen von Schiiten, die ihn ernst nehmen. Hör auf zu lügen die ganze Zeit. Das ist deine zweite Lüge, die du jetzt gesagt hast. Hör auf damit. Siehst du das? Jetzt lüge ich schon wieder. Hast du gesehen? Ist das zu fassen? Dass das im Buch steht, ist eine Sache. Aber dass du das den Schiiten vorwirfst, dass sie das machen, dann ist das eine... Das ist der Wahnsinn. Der hört mir nicht mal zu, der Typ. Der kann noch nicht mal zwei Sätze zuhören, Mann. Du sagst zum 50. Mal, dass das die Schiiten machen, Mann. Was ist los mit dir? Ich habe gesagt, er gibt den Schiiten eine Anweisung. Den Schiiten eine Anweisung, die sich darauf beruft. Nein, Erlaubnis ist keine Anweisung. Okay, wenn das ein Schiite macht, hat er auf der Grundlage des Schiitentums gehandelt? Ja, natürlich, von Imam Khomeini. Ja, von Imam Khomeini. Wie alt noch? Also kriegt er auch keine Strafe. Dann kriegt er auch keine Strafe im Iran. Aber er ist doch... Warte, ganz kurz. Imam Khomeini ist doch kein Beweis für das komplette Schiitentum. Ja, komischer Mensch. Okay, ich bin ein Schia aus dem Iran. Wenn ich also Schenkelverkehr mit einem Baby praktiziere im Iran, ist das okay? Im Iran ist sowieso im Gesetz gegeben, ab 12 Jahren darfst du keine heiraten, keine Frau heiraten. Lügner! Guck im Gesetz, du bist ein Lügner. Die haben das eventuell angehoben, aber es war vor ein paar Jahren 9 Jahre. Wo hast du das? Ich bin noch Iraner. Ich weiß es. Exil-Iraner zählen nicht. Nein, meine Familie haben mir das nochmal erzählt. Das ist aber jetzt schon ein bisschen länger her. Ich glaube, ich muss mal nochmal nachgucken, recherchieren, wann die das jetzt angehoben haben. Vor ein paar Jahren war das noch auf 9. Ja, weil die Gesellschaft sich aufgeregt hat und hat gesagt, wir können doch nicht die ganze Kinder verheiraten, das ist doch Wahnsinn. Aber jetzt haben die es ein bisschen angehoben, glaube ich. Auf 12, glaube ich, so wie der das sagt. Aber ist immer noch krank. Ist immer noch gestört. 12-Jährige. Weißt du, wie viele 12-Jährige noch nicht mal ihre Menstruation haben? Das sind kleine Kinder, die raffen nichts. Das Kindesmissbrauch. Boah.
wie der das so hoch. 12, also sowas, was ganz Tolles. 12 Jahre alt. Guck dir an, was der Islam mit seinem Gehirn gemacht hat. Ey, hör doch auf, die ganze Zeit so emotional zu werden und die Leute mit deinen Emotionen. Ja, wir alle sind fassungslos mit deinen Aussagen, Mann. Ich verurteile du redest so, als wenn das normal ist auf der Welt. Du komischer, ich verurteile das doch. Ich sage doch, das hat nichts mit Schiedentum zu tun. Was ist mit dir? Also fassungslos. Ah, ein kannst du kannst verurteilen, deinen großen Imam verurteilen. Wer bist du denn, dass du deinen Großgelehrten verurteilst? Warte, ganz kurz. Ich habe komplett das überhört. Reza, du, ab wie vielen Jahren darf man in Deutschland mit einem Mädchen GV haben? Jetzt kommt er mit Deutsch. Aber interessiert so ein atheistisches Land, was sie für ein Drecksgesetz erlassen? Wir reden über die Religion. Aber dann musst du das in Deutschland genauso. Dann musst du das in Deutsch. Dann musst du das in Deutschland genauso kritisieren und sagen, das sind Kinder. Entschuldige mal, wenn du erst volljährig bist, darfst du heiraten. Nein, Sex. Aber in Deutschland darfst du schon viel, viel früher als Kind schon GV haben. Als Kind schon. Nee, nicht ja, als Kind, ich glaube 16. Aber ich müsste nochmal recherchieren. Da siehst du mal, dass dieses Land auf Atheismus beruht, sozusagen. Aber wir gehen hier davon aus, dass dein Gott dir sowas befiehlt und deine Gelehrten sagen, ja, ist vollkommen in Ordnung. Also, 5 Jahre, 9 Jahre, Deutschland bezeichnet sich als ein christliches Land. Ja, das stimmt nicht. Doch, die CDU. Nein. Das mitten im 21. Jahrhundert, mitten unter uns. Die Schiiten sagen, die Sunniten sind schlimm, aber haben solche Sachen in ihren Schriften. Die Sunniten sagen, die Schiiten sind schlimm und haben aber selber diese ganzen Sachen in ihren Schriften. Das ist ein Wahnsinn, da kommt man ja gar nicht mehr durch, das kann man ja nicht mehr durchblicken. Das ist das, ne? Man kann die beiden Glaubensgruppierungen überhaupt nicht mehr ernst nehmen, das ist Wahnsinn. Ja gut, die Schiiten sind wenigstens noch harmloser in Sachen, was die Sunniten da ausleben, ne? Die Schiiten haben ein kleineres Problem mit den Christen. Geh mal nach Iran und mach mal ein bisschen was so gegen Islam oder gegen Ali oder gegen Mohammed was sagen oder sowas. Gut, sofort. Auch wenn du höflich, einfach wissenschaftlich diskutieren willst, die werden dich sofort exekutieren, der Staat. Das ist ein islamischer Staat in Iran. Es ist genauso wie IS. Nur die IS enthauptet und die erhängen oder erschießen. Ja. Und ich habe schon viele Sachen gehört, was die. Lisa, ich habe eine Frage. Ich bin ein Schiite, ich lebe im Iran und möchte eine Ehe eingehen mit einem Baby. Und nach meinem Großgelehrten Imam Khomeini, der mir sagt in seinem Buch Tahrir al-Wasila auf der Seite 241 im Kapitel der Ehe, sagt er mir, dass ich warten soll. Aber was die anderen Vorzüge angeht, mit dem Kind Schenkelverkehr zu üben, ist es kein Problem, selbst wenn sie noch ein Säugling ist. Wenn ich das mache, kriege ich dann eine Strafe oder ist das okay? Nein, das ist Fiqh, das ist Scharia. So sieht's aus. Merkt ihr, worauf ich hinaus wollte und der Schia sich nicht packen lassen wollte und immer wieder ausgewichen ist? Auch wenn du zum Beispiel deine Frau schlägst, nach Sure 434. Ja, da kannst du nicht einfach zur Polizei gehen und sagen, mein Mann hat mich geschlagen. Die lachen dich aus. Die sagen, das ist sein Recht. Geh, lies den Koran, Sure 434. Hat meine Tante erzählt. Die haben die Frau direkt von der Polizei wieder weggeschickt. Die haben gedacht, du hast sie wohl nicht mehr alle. Das ist das Recht von deinem Mann. Dein Mann hat das Recht, dich zu schlagen. Und geh wieder zurück. Ja. Das ist Reza. Ja. Hier, guck mal. Ein Mann darf sich selbst mit einem Säugling STXOL vergnügen. Auch wenn er nicht vaginal in den Säugling eindringen sollte. So sind alle anderen SEXuellen Praktiken jedoch uneingeschränkt erlaubt. Dazu gehört unter anderem SEXuelle Belästigung mit Umarmen SEXueller Natur und die Reibung mit dem PENIS zwischen den Beinen des Säuglinges. Ja. Wenn ein Mann sexuelle Aktivitäten ohne Penetration mit einem weiblichen Säugling ausübt,
so ist ihm kein Vorwurf zu machen. Ja. Denn er begehrt keinerlei Sünde, solange er das Kind lediglich sexuell belästigt. Das weibliche Kind wird nicht als eine der vier dauerhaften Ehefrauen des Mannes gezählt. Und er ist auch nicht dazu verpflichtet, die Schwester des Kindes zu heiraten. Tahrir al-Basila auf der Seite 241 von Ayatollah Ruhollah Khomeini, Seite 241 Marashi, Najafi, Bibliothek in Rom, Iran 1990. Ja, das ist, was soll man dazu sagen? Das ist grauenhaft. Guck mal hier, ein Kommentar von CP. Und durch wen kommt Ayatollah Khomeini, Gründer der Islamischen Republik Iran, auf eine derart hässliche und widerwärtige Lehre? Durch Mohammed, der kleine Kinder wie Aisha sexuell missbrauchte und den Muslimen erlaubte, es ihm gleich zu tun. Dadurch machte Mohammed Kinder jeden Alters zu potenziellen Opfern von sexuellen Missbrauch durch Muslime. Fazit: Ein Mann darf sich selbst mit einem Säugling sexuell vergnügen. Das weibliche Kind wird nicht als eine der vier dauerhaften Ehefrauen des Mannes gezählt. Ein Säugling wird nicht als Ehefrau gezählt, da er dem Mann nicht so viel nützt wie eine erwachsene Frau. Für den Mann besteht also keinerlei Heiratspflicht nach dem sexuellen Missbrauch. Solange der Mann den Säugling nicht vaginal penetriert, besteht keinerlei Sünde, ebenso wenig, wenn er den Säugling auf jede Art und Weise... Ja. Unglaublich, Mann! Ja, das ist der Islam. Jetzt haben wir den schiitischen Islam vor uns. Das ist der schiitische Islam. Und gehen wir zu den Sunniten. Da haben wir schon wieder Aisha heiratet 6 Jahre alt. Genauso schlimm. Ist egal, wo du hingehst. Beides ist schlimm. Und jetzt gilt es natürlich eben zu sagen, nein, das kann nicht von Gott kommen. So ist das. Ich muss nochmal alles überdenken. Gott, ich weiß ja, dass du existierst. Ich sehe ja, dass du der Schöpfer des Himmels und der Erde bist. Ich weiß, dass du existierst. Zeig dich mir. Das kann auf jeden Fall nicht von dir kommen. Verstehst du? Die denken, ja, aber der Schöpfer des Himmels und der Erde hat das nun mal so gesagt. Was soll man machen? Verstehst du dieser falsche Gedanke? Die können das einfach nicht differenzieren und sagen, es gibt einen Schöpfer, es gibt einen Gott, aber es ist nicht der hier. Diese Differenzierung schaffen sie nicht. Und nehmen alles an schlimmen Sachen, ja, was da dieser Gott von ihnen verlangt. Und dann haben wir eben diese Wahnsinnsböse und Katastrophen, was wir heutzutage haben in den Islam. Nur am Hetzen seid ihr beide. Es reicht jetzt. Ihr seid auf Allahs Belohnung neidisch. Ihr beiden seid neidisch auf Allahs Belohnung. Es reicht jetzt langsam. Amir ist doch neidisch. Es reicht jetzt deswegen langsam. Deswegen macht er das diese ganze Zeit. Danny, was sind das für Accounts, die du da hast? Du bist neidisch auf Allahs Belohnung. Hört auf damit. Du bist ein richtig neidischer Mensch, ehrlich. Hört auf damit, hör auf, Reza, hör auf zu ätzen. Komm jetzt endlich zu die Laodicea und Army, komm wieder zum Islam, hör auf damit. Lass das sein. Gottes Segen, wie geht's euch? Danke. Ja, gut, aber danke. Okay. Geht's euch gut? Also noch... Danke dem Herrn Jesus. Salob und Nacht. Ja, ich komme zu Laodicea. Kommt drauf an, was die Laodicea bezahlt. Alles hat, wenn der Preis stimmt, dann komme ich auch gerne zu Laodicea zurück. Ist ja ein Muslim drin, ne? Ist ja ein Muslim drin. Also an Laodicea. Ein Ferrari und ein dickes Haus in Monaco und ich bin wieder da in der Gemeinde. Und 87 Löwen jeden Tag, bitte. In jede freie evangelische Gemeinde bin ich wieder zurück. Gehe ich da rein. Es ist nur ein limitierter Ferrari und ich bin wieder dabei. Oh. VW-Käfer. Reza, du kriegst VW-Käfer. Ja. Nee, also versteht ihr, natürlich gibt es einen Schöpfer. Nur man muss diesen wahren Schöpfer, der uns erschaffen hat, wir dürfen das nicht nehmen und dann verknüpfen mit diesen islamischen Lehren. Sondern wir müssen versuchen, ihn kennenzulernen, ihn herauszufinden, wer er ist, indem man ihn eben fragt.
mein Schöpfer, ich weiß, dass du ja existierst. Wer bist du denn? Was ist dein Name? Und Gott wird sich dir offenbaren. Deine Aufgabe ist einfach nur zu fragen. Ihn zu fragen. Das ist das erste Mal, dass du wahrhaftig gebeten hast. Gebetet hast. Das ist ein wahres Gebet. Frei, nüchtern, direkt zu dem Schöpfer zu sprechen. Und er hört das. Er hört alles. Selbst wenn du das noch nicht mal mit deiner Zunge aussprichst, sondern einfach in deinem Gedanken. Gott, wer bist du? Offenbare dich mir. Nur in deinem Gedanken. Der Gott sieht das in deinen Gedanken und er nimmt dieses Gebet ernst. Und er wird sich dir offenbaren. Das ist ein erstes Gebet aus Glauben. Und so ein Gebet wird sofort erhört. Garantiert. Aus Glaube, aus tiefstem Glauben an den Schöpfer, dass es ihn gibt. So ein Gebet zu sprechen, Gott, ich weiß, dass es dich gibt. Ich weiß nur nicht, wer du bist. Ich will mit dir eine Gemeinschaft haben. Ich will mit dir wandeln. Amen. Ich will, Amen. Ich will nach dem Tod ewig bei dir sein. Nur ich will wissen, immer, das ist euer gutes Recht, rafft ihr das nicht? Die Leute raffen das nicht, dass das ihr Recht ist, zu fragen, wer der ist. Und dass sie ein Recht darauf haben, dass er sich ihnen offenbart. Die verstehen das nicht, dass das ihr Recht ist. Ja. Oh, weil nach dem Tod, ja, weil nach dem Tod könnt ihr ja packen und sagen, Moment mal, ich habe dich ja gefragt auf der Erde. Warum hast du nicht geantwortet? Wo soll ich denn wissen, mit meinem dummen Gehirn, wer du bist? Mit diesen 1000 verschiedenen Religionen. Schenkelverkehr, Religion will ich nicht. Sechsjährige heiraten will ich nicht. Warum hast du dich mir nicht offenbart? Und um das zu umgehen, wird Gott hier auf der Erde den ersten Schachzug machen. 100% wird er sich dir offenbaren. 180.000%. Weil er nicht erlauben wird, dass du, wenn du nach dem Tod vor ihm stehst, dass du ihn packen könntest. Du dürftest Gott in keiner Sache packen. Also, um das zu umgehen, dass du ein Geschöpf ihn packen kannst, muss er hier auf der Erde den Schachzug spacken. Er muss den Schachzug spielen. Weil sonst würdest du ihn packen können. Und er hätte keine Möglichkeit, dich in die Hölle zu werfen. Also wird er sich dir offenbaren. 100% wird er sich dir offenbaren. Damit du im Gericht ihn nicht packen kannst. Später. Ist mit extra Reis, eure, ne? Aufgabe. Ja. Danny, machst du mal stumm kurz. Ja, genau. Ja, also es ist euer gutes Recht herauszufinden, zu erfahren, wer Gott ist. Er wartet sehnsüchtig darauf, sich euch zu offenbaren. Ihr müsst nur nach ihm suchen. Mit einem kleinen Gebet. Wer bist du? So wie wenn ihr jetzt einen neuen Menschen kennenlernt. Ihr fragt doch auch, wie heißt du? Oder nicht? Oder gebt ihr mir einfach einen Namen, so wie ihr Bock habt. Ja, da kommt ein Mann, ihr lernt ihn gerade kennen, ja? Und dann sagst du, hey David, komm her. Da würde er sich nicht sagen, du hast doch eine Waffel. Ich bin doch nicht David, warum fragst du mich nicht, wie ich heiße? Richtig? Oder wenn jemand zu euch kommt und sagt, hey Peter, und du heißt Ahmed, würdest du dich nicht beleidigt fühlen? Würdest du nicht sagen, der Typ hat doch eine Meise, denn gib mir einfach Namen, wie der will? So macht ihr das mit Gott. Ihr habt noch nie nach ihm gefragt. Ihr habt noch nie nach ihm gesucht, neutral. Er muss euch sagen, wie er heißt, nicht ihr ihm. Das ist der wahre Weg. Und so wahr ich hier stehe vor dem Herrn. So wahr ich hier stehe vor dem Herrn Jesus Christus. Wenn jemand von euch aus tiefstem Herzen, aus Glauben zu ihm spricht und ihn fragt, wer er ist, der Allmächtige wird sich euch zeigen. Und dann wisst ihr, wer der ist. Da kann doch kein Moslem kommen, von mir aus auch kein Christ. Und euch nach links und rechts ziehen, weil ihr wisst, das ist der. Er hat sich mir offenbart. Richtig? Weil wenn Gott sich dir offenbart, dann weißt du 100%, wer er ist. Und dann kann dich auch keiner mehr fischen. Richtig? Da würdet ihr nur noch lachen, wenn jemand zu euch kommt mit ihren Propagandern. Weil ihr wisst, ihr habt den wahren Gott kennengelernt. Amen. Dann kann keiner euch auch mehr verführen. Was ist daran falsch, was ich hier sage? Was ist daran falsch? Alles wegzuschmeißen und nochmal sich nur auf Gott zu verlassen.
nur auf ihn zu verlassen und ihn zu fragen, wer er ist. Und wenn er sich dann euch offenbart, dann habt ihr Sicherheit. Dann steht ihr auf dem Felsen in Sachen Glauben. Da wisst ihr, was nach dem Tod auf euch zukommt. 100%. 180.000%. Das ist die Devise. Aber das wollen die Menschen nicht. Die wollen an ihrem Buddhismus, wenn der Buddhist in den Buddhismus hineingeboren ist, wenn seine Eltern Buddhist sind, dann bleibt er da drin. Reza. Der Moslem, der bleibt im Muslim. Der Laodicea bleibt im Laodicea. Reza. Katholik bleibt Katholik. Reza. Ja. Eine Frage an Reza und auch an die ganzen Leute, die gerade hier im Chat sind. Wenn ein Kind noch nicht das Alter der Sünde erreicht hat oder das Alter, wo man sündigen kann und es stirbt, Wo kommt es hin? Das ist eine heftige Frage, die ich ungern in der Öffentlichkeit, das würde ich nur mit gestandenen Geschwistern besprechen. Hör mir zu, du hast mich nicht verstanden. Ja. Ich habe gesagt, Wenn ein Kind das Alter der Sünde noch nicht erreicht hat, wo es sündigen kann, also nicht anfängt, der Verstand ist noch nicht eingesetzt, also quasi wie so ein Kleinkind, das nichts rafft. Ja. Und es stirbt, wohin geht es dann? Wenn du willst, ist das errettet. So ist das. Weißt du, Man hört doppelt? Hört man mich doppelt? Nein. Okay. Mohammed sagt aber im Gegenzug, in dem Hadith Sahih Muslim 2662c, Allah's Messenger, there is happiness for this child, who is a bird from the birds of the paradise, for it committed no sin, nor has he reached the age when one commits sin. Also es hat doch niemals gesündigt, noch das Alter erreicht, wo man sündigen kann. Muhammad sagte, Aisha, peradventure, it may be otherwise, because God created for paradise those who are fit for it, while they were yet in their father's loins, and created for hell those who are go to hell. He created them for hell, while they were in their father's loins. Also für Muhammad ist es egal, ob du gesündigt hast oder nicht, weil Allah dein Destiny schon... Ja, Vorherbestimmung. Ja, das arme Kind, das noch nie gesündigt hat, sagt Muhammad, nein, es hat keine Berechtigung, ins Himmelreich zu gehen. Warum bestraft uns Gott? Weil wir sündigen. Ein Kind, das noch niemals gesündigt hat, hat keine Berechtigung, ins Himmelreich zu gehen. Das ist der Islam in seiner Vollkommenheit. Ja, das ist die sogenannte Prädestinationslehre im Islam, dass Allah eben bestimmt hat, wer in die Hölle kommt und wer nicht vorher wissend, nein, vorher bestimmend. Bestimmt. Du kommst in die Hölle, du kommst Dings, ne? Weil Allah alles leitet, alles ist in seinen Händen, er leitet alles. Er leitet recht und er leitet auch. Ist das zu laut bei mir im Hintergrund, Amir? Ist das zu laut? Nee, ist okay. Ich wollte auch mal ganz kurz was fragen. Hört ihr mich? Ja. Offenbarung über die 144.000, Bruder Reza. Ja, kannst du einmal was darüber erzählen, über die 144.000? Nach der Entrückung der Gemeinde, wenn die Braut Christi weggenommen wird von der Erde mit dem Heiligen Geist, tritt wieder Israel auf. Das heißt, Gott nimmt sich wieder Israel. Und da spielt dann eine Rolle während der Apokalypse, während der Drangsalzeit. Und die 144.000 sind die Erstlingsfrüchte. Das sind die Ersten, die zum Glauben an den Herrn kommen, anfangen in Israel zu evangelisieren. Also das sind die gehören 12 Stämme Israel. Das sind die 12 Stämme Israel. Also die 100. Sie werden dann ins tausendjährige Reich eingehen. Wenn wir zurückkommen mit dem Herrn und Israel befreien. Bruder Reza? Dennis? Ja, hörst du mich? Hörst du mich? Ja. Jetzt wieder. Da habe ich eine weitere Frage. Und zwar. Hallo? Ja, hallo? Hörst du mich? Ja. Und zwar steht ja auch geschrieben, dass da ein Komet auf die Erde landen wird, richtig? Ich habe hier schlechten Empfang. Abgehakt. Ich meine, ein Komet wird ja auf die Erde raufknallen. Nochmal? Richtig?
ein Komet wird doch auf die Erde raufknallen in der Offenbarung. Ja, Wermut, ja, genau. Weiß man ungefähr, wo der, ungefähr biblisch, genau, wo der Raum aufprallen wird? Ungefähr? Der wird ja im Meer, soweit ich mich erinnern kann, wird ja im Meer aufprallen. Okay. In irgendeinem Meer wird er aufprallen, aber ich weiß nicht genau, welches Meer das ist. Oder Ozean. Ja, weil die Meere werden ja zu Blut. Aber das ist dann richtig mitten in der Apokalypse. Ja. Genau, ein Asteroid-Einschlag oder ein Komet-Einschlag. Und dadurch werden auch wieder viele, viele Menschen sterben. Ne? Also nach der Entrückung der Gemeinde wird es, wird die Menschheit eine Hölle auf Erden erleben. Und zwar die gesamte Welt. Einige werden überleben und das tausendjährige Reich dann ins tausendjährige Reich eingehen, weil die das überlebt haben. Und die Masse aber der Welt wird sterben. Die meisten Menschen werden sterben. Es wird aber auch überleben. Und während der Drangsalzeit werden auch welche wieder zum Herrn finden. Also viele, viele werden zum Herrn finden. Zum Herrn Jesus finden und errettet werden. Richtig, in das tausendjährige. Aber sie werden. Ja. Keine Waffen. Es gibt keine Nochmal? Waffen. In das ja, genau. Genau, gibt es keinen Krieg mehr. Keine Waffen mehr, damit sich die Völker abflachen. Richtig? Genau, da gibt es das absolute. Da gibt es eben Frieden für tausend Jahre, weil der Herr Jesus eben herrscht über diese Welt. Und der Satan eben gebunden ist im Abyssos. Er wird gekettet sein und seine Dämonen, die können keine Verführung mehr machen, können nichts mehr zerstören, keine Zerstörung anrichten und die Völker verführen eben zu etwas Bösem. Das heißt, da kommt es nach Jesaja 11 zu einer absoluten Friedenszeit von 1000 Jahren. Und der Herr Jesus wird dann herrschen aus Jerusalem. Ja, weil der Herr sagt, die nicht über die ganze Erde. Das ist dann wiederum Lukas 19, genau. Lukas 19, 27, diese Stelle, was die Muslime immer anführen, ja, derjenige, der nicht will, dass ich König über ihn bin, den bringt her und schlachtet ihn nieder. Weil jeder, der im tausendjährigen Reich den Herrn Jesus bekämpfen will und sein Königreich, also rebellieren will gegen sein Königreich, der Kopf geht fliegen, bevor der überhaupt den Gedanken gefasst hat. Willst du dich denn auch mit Gott anlegen? Der macht dich in 2 Sekunden, pulverisiert er dich doch. Ja, aber das Gute ist ja auch, dass viele Muslime auch überleben werden. Ne? Alleine Moab, die 144.000 aufnehmen wird, für 3,5 Jahren versorgen wird. Amir, musst du mal überlegen, Jordanier werden während der Apokalypse 144.000 aus Israel, wenn die flüchten nach Jordanien rüber, die werden die versorgen. Und die werden überleben, weil sie eben diese 144.000 Juden, Christen aufnehmen für die 3,5 Jahre und versorgen, wird der Herr Gnade walten lassen und eben ein Großteil Jordanier werden überleben. Das heißt also, wenn jetzt ein Araber Jordanier mir zuhört, der weiß, dass in Jordanien Überlebende geben wird. Also wenn ein guter Platz zum Überleben ist, der muss da in der Nähe von Israel zu Jordanien hinfahren, um zu überleben. Heftig. Ja. Aber das werden die nicht machen, weil die nicht daran glauben und gehen dann drauf. Aber die Jordanier, die dann die 144.000 aufnehmen, die überleben. Das ist so verrückt, wenn man schon die Schicksale der Welt weiß. Welche Leute überleben. Welche Leute überleben, wer drauf geht. Und wenn das tausendjährige Reich dann zu Ende ist, in der Hinsicht, wird der Satan losgelassen für eine kurze Zeit, um alle Völker nochmal zu verführen, um sie zum Schlacht aufzurufen, ne? Ja, genau. Und das bedeutet dann wird alles zerstört werden. Aber ist es denn schon das Gericht? Also wie wird das dann kommen? Der Herr Jesus wird auch diesen letzten Schlacht niederschlagen. Und dann kommt es zum Endgericht. Dann werden alle Tote. Das jüngste Gericht dann, ne?
Genau, alles, was gestorben ist auf der Erde, werden auferstehen vor dem Herrn Jesus. Der Herr Jesus wird alle Tote auferstehen lassen. Mit einem Befehl werden die Toten wieder kommen, auferstehen, vor ihm stehen. Und dann gibt es dann das Endgericht. So, das ist die prophetische Abfolge. Also, das nächste große Ereignis, die Entrückung der wahren Christen, nämlich die Wiedergeborenen. Der Herr Jesus zieht sie in einem Augenblick zu sich in den Himmel. So, dann beginnt die Apokalypse. Aber Bruder, die schlimmste Zeit der Weltgeschichte, die auf die Menschheit zukommen wird. Aber Bruder Reza, ganz viele Christen hier auf TikTok lehren, dass das eine Ehrlehre ist, dass wir davor bewahrt werden. Wir kommen in die Trübsal rein. Ja, weil die auf den Antichristen warten. Die lieben ja den Antichristen. Die warten auf ihn. Und wir warten auf Christus. Mal gucken, wer wen trifft. Aha. Das wird ein sehr schöner Treffpunkt werden. Wenn die, die auf den Antichristen warten, den Antichristen bekommen und wir, die wir auf den Herrn Jesus warten, den Herrn Jesus bekommen. So ist jeder zufrieden, oder? Richtig? Oder habe ich jetzt was falsch verstanden? Ist nicht jeder dann zufrieden? Diejenigen, die nicht den Herrn Jesus erwarten jetzt, jede Sekunde, sondern den Antichristen, die erwarten den Herrn Jesus ja erst nach dem Antichristen, nach der Drangsalzeit oder was, ne? Richtig? Ja, die Juden. Ja. Die werden dann den Antichristen zuerst bekommen. Und wir, die Wiedergeborenen, die auf den Herrn Jesus warten, wachsam sind und auf ihn warten, wir werden den Herrn Jesus bekommen. Und jeder bekommt das, was er will. Die Christen, die Entrückung halt, das, was er verdient, die nicht auf den Herrn Jesus warten, sondern auf den Antichristen, die Entrückung anders haben wollen, die bekommen dann eben den Antichristen. Und dann können die schön warten. Wir reden jetzt nicht, dass dieser Entrückung der Christen gar keine Ahnung hat von der Bibel. Er muss nur wieder geboren sein. Aber jemand, der die Bibel kennt und diese Ehrlehren verbreitet, der wird dann schön auf den Antichristen treffen und dann wird er eine gute Zeit haben hier. Weil der ja so wollte. Deswegen ist ja sein Ding ist ein Befehl. Sein Wunsch ist ein Befehl. Bruder Reza, die Baptisten hier auf TikTok, die lehren das. Die bringen diese Lehre. Ja, die Baptisten. Ja, Ja, die Baptisten lernen das, dass wir durch die Drangsal kommen. Ja, deswegen dürfen die auch durch die Drangsal gehen, weil die das ja wünschen. Die wünschen sich das ja, die mögen das. Deswegen sagt der Herr wahrscheinlich dann auch, okay, was ist wahrscheinlich? Der Herr wird dann sagen, okay, dann geht durch die Drangsal. Ne, jeder hat ja einen Wunsch. Wir wünschen den Herrn Jesus jede Sekunde, dass er uns abholt, die Braut. Wir gehen ihm entgegen. Ja, ich bin auf 100% der Meinung, 1000% und 100.000%, weil das ergibt gar keinen Sinn für mich. Du bist mute. Du bist mute. Hallo, hört ihr mich? Hallo, hört ihr mich? Ja, natürlich. Ich meinte, dann wäre ich ja nicht mehr unter der Gnade, dann bin ich doch unter das Zorngericht, wenn ich durch die Drang sein muss. Dann bin ich doch nicht unter Gnade, dann komme ich doch unter das Gericht. Also Gott richtet mich. Ja, aber diese Leute denken, das sind Helden, die wollen sich beweisen vor Gott, dass sie so toll so im Glauben bewahren und Lisa, nicht abfallen. Jetzt verstehe ich dich, Lisa. Kann das sein, dass wir zu viel Indiana Jones geguckt haben? Ist das das? Ja, Indiana Jones ist natürlich geistig komplett in ihren Köpfen. James Bond, Indiana Jones, die wollen James Bond spielen. Jean-Claude Van Damme, Karate-Tiger. Ja, ich verstehe dich. Jetzt verstehe ich dich besser. Jetzt habe ich dich verstanden. Die wollen also Rambo spielen. Die haben Indiana Jones geguckt Rambo, und warten dann auf diese Abenteuer. First Blood, genau.
Die wollen als Rambo durchgehen vor dem Herrn. Die wollen sich als Rambo beweisen. Jetzt okay. Weil der Herr auch sehr beeindruckt sein wird von so einem unglaublichen Glauben und Kampfgeist. Ja? Also für mich gibt diese Lehre auch gar keinen Sinn. Für mich ist diese Lehre total, ich merke das sofort, ey, das ist eine ganz, ganz falsche Lehre, dass wir Christen, Wiedergeborene, durch diese Drangsal müssen, leiden müssen, verfolgt werden, in der Hinsicht, wir müssen den Chip annehmen. Das ist ja nicht mehr für uns. Aber das ist ja Wahnsinn, wie die das so reinpacken, dass das für uns ist. Alles fällt und steht mit der Wiedergeburt. Die wissen nicht, was Wiedergeburt ist. Deswegen können sie es nicht unterscheiden in der Schrift. Die wissen nicht, wer sind die Wiedergeborenen, wer sind die Leute, die in der Drangsal zum Herrn finden. Die denken, das ist alles dasselbe. Amir, weißt du, was die auf TikTok sagen, die Christen? Weißt du, was die sagen? Die sagen, du musst nur glauben, aber keine Buße tun. Du musst nur glauben, aber keine Buße tun. Du musst nicht bereuen, du musst nicht deine Sünden bekennen. Einfach nur glauben. Und das war's. Aber was macht das denn bitte für einen Sinn? Du tust nicht Buße, du bereust nicht. Das ist doch total eine falsche Einstellung. Das ist doch gar kein richtiger Glauben. Ja. Ja, wann wird das Geld abgeschafft? Ja, wir sehen ja, dass die Politiker, besonders die Banken, mit großem Eifer eben versuchen, das Bargeld abzuschaffen. Und sie sind ja auch kurz davor. Ne? In einigen Ländern wie Schweden sind die ganz vorne dran. Ich sehe das jeden Tag, ne, auf For You-Page. Ne? Dieses da mit Bargeld, dies Chip-Implantierung da, das ist Wahnsinn, ey. Wie die vorgeschritten sind, ne? Wie fortgeschritten das Ganze ist. Ja. Den Leuten ist das gar nicht bewusst. Die sind beschäftigt mit linkem Fuß in Toilette und rechtem Fuß raus. Ja, klar. Deswegen gehen die ins Netz. Die gehen ins Netz. Das ist die Verführung. Dann wissen die, wer sie verführt hat, dass sie dann draufgehen. Leider. Sie können ja nicht abhauen. The only way out is up. Der einzige Ausweg ist Entrückung. Da kannst du mal wieder so ein heftiges Video machen, Lisa. Ja, meine Videos sind immer heftig. Ja, aber ich meine ein neues heftiges Video, Update. Abdel-Video. Ein Abdel-Elje-Video. Ein sehr starkes Abdel-Video. Hast du seine Aussage gemacht, als ich mit Abdel geredet habe? Lisa, hat er gesagt, ja, bei uns in den Ländern ist ein achtjähriges Kind kein Kind. Die spielen bei uns nicht mit Puppen, die machen dir ein Fünf-Sterne-Menü. Und dann habe ich zu denen gesagt, ja, müssen die Kinder auch mit dir schlafen oder was? Ja, wenn der Vater das versprochen hat, ja. Ja, wir wissen ja, dass das genau anders ist. Wir haben da was falsch verstanden. Ganze Social Media ist ausgeflippt auf Abdel, ne? Warte mal bitte ganz kurz. Ja, die haben da jetzt was falsch verstanden, Reza. Da sagt der eine, Dennis sagt, Glaube allein rettet nicht. Du hast mich gerade falsch verstanden. Natürlich der Glaube rettet. Natürlich der Glaube rettet. Aber es geht hier darum, dass Christen sagen, du musst keine Buße tun, du musst nicht bereuen, nicht umkehren, einfach nur glauben und einfach, das reicht schon. Aber keine Buße, nicht umkehren, nicht bereuen. Natürlich der Glaube rettet. Auch Glauben wird gerettet. Ja, aber wie gesagt, von solchen Christendarstellern wimmelt es ja auch da, ne? Die nicht wahrhaftig Buße getan haben. Die auch noch so frech dreist solche Sachen auch noch so in die Welt setzen, dass man nicht Buße tun soll. Das gibt's auch? Ja, ja. Nur glauben. Nein. Allein. Ohne Buße, ja, ohne Umkehr, ohne Sündenreue. Reza, die sagen, Reza, die sagen, ich brauche gar nicht Buße tun, ich brauche auch gar nicht meine Sünden bekennen. Ich glaube jetzt, das war's. Deswegen heißt es auch in der Bibel, tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe, ne? Ja, natürlich, an vielen Stellen. Ich gehe kaputt, ey. Man braucht keine Buße zu tun, man braucht auch nicht Bibel zu lesen. Einfach Jesus, nur Jesus sagen. Ja, Apostelgeschichte 2, also ist auch ein Klassiker, ja, wo Apostel Petrus eben predigt zu den Mengen und sagt, tut Buße und jeder lasse sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Apostelgeschichte 2, 38. Ja. Ja, also Umkehr von seinen Sünden, von seinem sündigen Leben, absolute Umkehr, 180 Grad Drehung zum Herrn Jesus Christus und heilig wandeln. Deswegen heißt es ja, Kinder, sündigt nicht. Ich schreibe euch, damit ihr nicht sündigt. Wie soll man denn also so eine Geisteshaltung haben, dass man nicht sündigt, wenn man nicht schon vorher Buße getan hat?
Ja, Lukas 13, wenn der Herr sagt, wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr auch alle umkommen. Oder wo der Herr Jesus eben sagt, es freuen sich Engel für jeden Menschen, der Buße tut im Himmel. Die Engel im Himmel. Über einen Sünder, der Buße tut. Der Buße und umkehrt. Ja, natürlich. Ja. Also ich habe hier noch eine Geschichte, noch eine Stelle, Apostelgeschichte 3. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden. Offenbarung 2. Der Herr Jesus spricht, und ich gab ihr Zeit, Buße zu tun von ihrer Unzucht. Und sie hat nicht Buße getan. Also das gibt es ja tausende Stellen. Also es geht ohne, also Glaube ohne Buße gibt es ja gar nicht. Das ist ein kompletter satanischer Spruch. Bruder Reza, da schreibt der eine, wir tun Werke hinzu. Nochmal für alle, die hier drin sind, wir werden nicht durch Werke gerettet, sondern durch Glauben. Nochmal, der versteht nicht das durch nicht. Du Werke. Du kannst ihm das tausendmal erklären. Du kannst das, der hat einen Chip im Kopf. Deswegen, also nochmal, manche Christen wollen einfach nicht hören, genau wie Muslime, merkt ihr das? Das ist also ein Phänomen unter den alle, Menschen. Die hier drin sind. Der Chip im damit, Kopf. Du kannst nicht damit verstehen. Damit die anderen Zeugen sind, Bruder. Wir werden aus Glaube gerettet, nicht durch die Werke, sondern der Glaube hat uns gerettet. So, und ein wiedergeborener Christ kann vom Glauben nicht abfallen. Die Werke retten nicht, sondern der Glaube allein. So, Punkt, fertig, aus. Versteht er nicht, weil er nicht wiedergeboren ist. Ein Wiedergeborener, der zu einem Nicht-Wiedergeborenen spricht, der rafft das nicht. Der kann das nicht fassen, weil er nicht wiedergeboren ist. Glaubst du, dass die Leute da draußen, wenn du jetzt über den Herrn predigst, über eine bestimmte Thema aus der Bibel, meinst du, die verstehen das? Du kannst nicht verstehen. Nochmal, Bruder. Ein Mensch, der den Geist Gottes nicht hat, der natürliche Mensch, der kann nicht annehmen oder verstehen, was von Geist Gottes kommt. Das versteht er nicht. Weil er weltlich gesinnt ist, nicht geistlich ist. Das versteht er nicht. Ist das etwas von... wenn eine Vorentrückung stattfindet, dann kommt der Messias ja zweimal, oder? Es gibt, man muss das unterscheiden. Wann kommt der Herr Jesus für seine Braut? Wann kommt der Herr Jesus in seinem zweiten Erscheinen auf der Erde in Zacharia 14? Denn dann der Herr, Yahweh, kommt mit seinen Füßen auf die Erde. Bei der Entrückung lesen wir, dass der Herr nicht mit seinen Füßen auf die Erde kommt, sondern in den Luftraum stehen bleibt und uns zu sich zieht. Das heißt also, es gibt ein Kommen für seine Braut und es gibt ein zweites Kommen für Israel als Messias. Mit der 70. Jahrwoche Daniels, die noch ansteht in der Apokalypse. Daniel 9, 27. Das verstehen die nicht, weil die alles durcheinander schmeißen. Israel, Gemeinde, alles ist durcheinander bei denen. Und du kannst es auch tausendmal erklären. Du kannst es wirklich tausendmal erklären. Da ist ein Chip im Kopf. Da ist eine Blockade, wo das nicht durchkommt. Das ist leider so. Die, die es verstehen, die den Geist Gottes haben, verstehen raffen's. Und die es nicht raffen, es geht ja nicht. Die verstehen es nicht, wollen es auch nicht verstehen. Ihr Herz ist verhärtet. Ja, guck mal. Guck rein. Guck einfach. Ja, das ist der prophetische Ablauf der Dinge. Die nächste prophetische Ereignis, das große Ereignis, die lebenden Christen, die jetzt noch, also die lebenden, wiedergeborenen, echten Christen werden vom Herrn Jesus entrückt werden. Vor der Apokalypse, Zorngericht Gottes auf dieser Erde. So, wenn die Gemeinde weg ist, der Heilige Geist mit der Gemeinde, dann beginnt das große Fressen hier auf der Erde. Gott wird die Menschheit, die Erde hier zerschlagen. Milliarden von Tote. Innerhalb von kurzer Zeit. Und Israel wird wieder auf den Plan gerufen. Israel kommt wieder langsam ihrem messianischen tausendjährigen Reich aus Jesaja Kapitel 11 entgegen langsam. Ja, und Israel wird auf den Plan gerufen. Gott geht mit Israel dann ins Gericht. Zacharia 13,
Vers 8. Zwei Drittel von Israel werden durch die Angriffe von Muslime getötet werden. Ein Drittel wird übrig bleiben. Übrigens, auch die Heidenvölker werden mit den Muslimen zusammen Israel angreifen. Der König des Nordens, der König des Südens, Daniel 11, wird angreifen, der Assyrer. Das ist die islamische Welt. Die werden Israel angreifen. Großdschihad. Zwei Drittel von Israel werden getötet von den Muslimen. Ein Drittel wird übrig bleiben. Dann kommt der Herr Jesus zurück vom Himmel auf die Erde, um diesen letzten Drittel zu retten. Zacharia 13, Vers 8. Der letzte Drittel wird gerettet vom Herrn Jesus Christus. Der Herr Jesus kommt zurück. Zacharia Kapitel 14. Und die Muslime, die angegriffen haben, die werden noch in ihren, so wie die da stehen, und in Kampfesstellung, werden die in sich verrotten. Innerhalb von Sekunden. Und alle anderen Heidenvölker, die gegen Jerusalem aufgezogen sind. Zacharia Kapitel 14. Schön lesen. Eure Schicksal, schön lesen. Was mit euch passieren wird. Alle. Und es wird so kommen. 100%. Da kann sich keiner dagegen wehren. Niemand. Weil es ist Gott, der Allmächtige, der das vorhat mit euch allen. Und keiner kann rennen. Europa wird zu einer Diktatur mit einem starken Mann, ein Diktator. Das Römische Reich wird wieder auferstehen. Jupiter, der höchste Gott der Römer, wird wieder angebetet werden. Und wer da nicht mitmacht und diesen Chip nicht annimmt, das Mahlzeichen des Tieres 666, wird direkt um die Ecke gebracht, enthauptet. Ja, und so geht's dann weiter. Antichrist tritt auf in Israel, setzt sich in den dritten Tempel, gibt sich aus als Gott. Israel fällt darauf rein. Damit beginnt, wenn der Gräuel, die Gräuel der Verwüstung, wenn der Antichrist ein Götzenbild aufstellt im Tempel, dann, und die Israeliten darauf reinfallen, Israel wird ja den Antichristen annehmen. Und das ist dann der Beginn der zweiten Hälfte der Jahrwoche Daniels. Offenbarung Kapitel 12. Dann kommt es zu Gericht über Israel. Gott erlaubt den Muslimen, Israel anzugreifen und zwei Drittel zu töten. Weil sie den Antichristen angenommen haben und zum Götzendienst verführt worden sind. Aber der letzte Drittel wird sich bekehren. Jesaja Kapitel 10, zu ihrem starken Gott, Jesus Christus, zu ihrem Messias, zum Herrn, Yahweh, Jesus. Und diese Drittel wird bewahrt werden und in das tausendjährige Reich eingehen. Die muslimischen Angreifer werden alle ausgerottet. Die Muslimen, die die 144.000 Juden aufgenommen haben in Moab, in Jordanien, die werden dann überleben und in das tausendjährige Reich mit eingehen. Und die werden 1000 Jahre das schönste Paradies auf Erden erleben. Das ist der prophetische Ablauf der Dinge, was jetzt demnächst kommen wird. Keiner kann davon entrinnen. Keiner. Alles hat der Herr Jesus in seiner Hand. Und keiner kann auch nur Millimeter dagegen was tun. Ich habe noch eine ganz kurze Frage, ja? Ja. Du hast damals ein Video vor mindestens 4 Jahren gemacht, ungefähr, mit der Flüchtlingswelle, dass das geplant worden ist von den Herren wegen dem Abfall von Europa durch diese, weil die ganzen Europäer, also Deutschland, abgefallen ist, dass der Herr diese Völker reinholt. Kannst du das auch mal erklären? Weil du meintest, das gehört zur Offenbarung 6 mit dem Schwert, dass sie einander... 6, genau, sehr gut. Warte. Das ist eben, der Herr Jesus bereitet schon mal das Zerfleischen hier in Europa vor. Ja, der lässt das schon mal zu, dass eben Millionen und Abermillionen von Flüchtlingen aus eben archaischen Ländern, das sind meistens islamische Länder, Nordafrika, Afrika, und Nahe Osten und so weiter, hier reinströmen junge Männer, die auch schön Krieg machen können. Nicht Frauen, nein. Junge Burschen, die auch schön reinschlagen, wenn es losgehen soll. Die braucht der Herr, um hier dieses abgefallene Atheistenpassvolk in Europa das zu geben, was sie verdienen. Das ist der Plan. Und dann kommt es zu einer Diktatur. Da kommt es zu einem totalen Chaos. Innere Bürgerkriege in ganz Europa wird durchzogen von Bürgerkriegen. Offenbarung Kapitel 6. Und dann kommt es zu einer neuen Weltordnung. Ein starker Mann wird auferstehen. Das ist das Tier aus dem Meer. Offenbarung Kapitel 13. Der Diktator, der Europa wieder ordnen wird. Aber der wird das mit absoluter Diktatur und Härte
ordnen. Und dann erstmal blutige Bürgerkriege und dann Diktatur und dann das Mahlzeichen des Tieres. Und diese Ereignisse werden sich ja überstürzen. Das geht zack, 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 zack hintereinander. Dass das kein Mensch kann entrinnen. Also nachdem Offenbarung 6 zu Ende ist, sind schon 2 Milliarden Menschen tot, heißt das da am Ende. Ein Viertel der Erde wird sterben. Und das ist noch der Anfang der Apokalypse. Das sind etwa jetzt 2 Milliarden Menschen werden draufgehen, innerhalb von kurzer Zeit. Da kann sich mal jemand mal vorstellen, wie brutal die Zeit sein wird. Und dann geht's ja weiter. Das ist ja nur zum Aufwärmen. Die Apokalypse geht ja richtig dann los. Das hat die Menschheit noch vor sich. Und wir, die entrückt sind im Himmel mit dem Herrn, werden es schön haben. Wir werden es in das unglaubliche Himmelreich eingehen, zur Hochzeit des Lammes. Ja, wir heben bald ab, weil nichts hält uns mehr hier auf der Erde, am Boden. Ist doch alles blass und grau, oder nicht, hier auf der Erde? Zu lange sind wir doch nicht mehr geflogen, oder? In das Universum. Ich heb ab als Wiedergeborener in den Himmel zur Entrückung zum Herrn. Wir heben ab. Nichts hält uns mehr am Boden auf dieser Erde. Alles blass und grau hier. Und zu lange nicht mehr ins Universum geflogen wie ein Astronaut. So wird die Entrückung sein. Und der Sido weiß das. Und macht schöne Lieder. Und die Leute, die das hören, raffen nicht, was der Sido, dieses Teufelskind, was der da meint, dass er sich kaputt lacht über die Leute, die dieses Wunder der Entrückung verpassen werden. Wir haben das Wunder verpasst, weil die Menschlichkeit fehlt. Ha? Der Sido weiß von irgendwas. Der weiß von einem Ereignis, dass bestimmte Leute demnächst abheben werden. Hier da oben, wenn die Leute abheben werden ins Universum, oben in den Himmel, da oben ist es sehr friedlich. Aber was passiert hier unten auf der Erde? Da unten geht's ab, sagt er. Hier oben im Himmel beim Herrn Jesus ist es sehr friedlich, doch da unten geht's ab. Dieser Sido weiß ganz genau, durch denjenigen, der ihn besitzt, den er channelt in seiner Musik, der weiß ganz genau, was abgeht demnächst hier auf der Erde. Deswegen macht er solche Lieder. Aber die Leute, weil die den Heiligen Geist nicht haben, der kennt es nicht. Ja. Wir heben ab. Nichts hält uns am Boden. Natürlich, was hält uns denn noch auf der Erde? Hält uns noch was auch hier auf der Erde, auf diese sündige Erde? Nein, wir heben ab. Nichts hält uns mehr auf der Erde. Alles blau und grau hier. Und wir werden fliegen in das Universum. So lange nicht mehr geflogen, richtig geflogen ins Universum, wie ein Astronaut. Da oben wird es sehr friedlich sein, doch da unten geht's ab. Ihr müsst mal das Video angucken. Direkt am Anfang des Videos zeigt uns der Sido, wer die Entrückung durchführt, indem er eine bestimmte Pose einnimmt. Bruder Reza? Da hat einer eine Frage gestellt. Wer sind die letzten zwei Endzeitpropheten? Die werden in Israel auftreten. Die werden auch wieder getötet werden. Und die Masse der Menschheit wird sich freuen, aber die werden auch verstehen und entrückt werden. Aber das ist noch alles in der Apokalypse. Das ist alles Israel. Damit haben wir nichts mehr zu tun. Wir sind da schon entrückt. Das ist alles Israel. Die nächste Sache ist, dass wir abheben. Wir heben ab. Nichts hält uns mehr auf der Erde. Für einige ist das natürlich sehr, sehr extrem, wenn man über sowas spricht, ne? Über Entrückung und so, dass wir in den Luftraum zum Herrn Jesus Christus fliegen. Daher sage ich den Leuten immer, wenn ihr die ganze Zeit die Serie Simpsons zitiert und Ausschnitte zeigt, wie sie in die Zukunft blicken können, die Simpsons aber eine Szene haben, wo die Entrückung vorkommt, dann sei dir sicher, dass die Entrückung stattfinden wird. Glaub es mir. Die Entrückung wird... Leute denken, das ist ein Märchenfilm, weißt du?
Ist das Märchen, wenn man in den Luftraum guckt jede Nacht und diese Milliarden von Sterne sieht? Ist das nicht brutal, wer das erschaffen hat? Wie der das erschaffen hat, dass dieses Wesen überheftig mächtig sein muss? Natürlich. Wie kann er denn so einen Planeten erschaffen mit diesen Meeren und diese Tiere in den Meeren und diese Tiere auf dem Land, wie alles überbrutal ist? Wenn ein Mensch, also wenn ein Mensch, sage ich schon, wenn ein Wesen dazu imstande ist, so etwas zu kreieren, was ist dann für ihn eine Entrückung durchzuführen? Wir reden über ein allmächtiges Wesen. Das ist für ihn nichts. Zu schnappen ist noch nicht mal für ihn. Also der braucht noch nicht mal zu schnappen. Der muss nur einmal ein Wort sprechen. Shalom. Ja, ihr lieben Brüder, was die Entrückung betrifft, da hat der Herr mir richtig Weisheit gegeben und Erkenntnis. Ich durfte die Entrückung durch den Herrn wirklich studieren. Er hat mir das alles gezeigt. Und ich bin so, seit 2 Jahren warte ich so täglich auf die Entrückung. Es wird ein so mega Ereignis. Es wird so schön sein. Deswegen bete ich auch, dass noch viele Menschen zum Herrn kommen, denn wenn die Entrückung stattgefunden hat, ist ja die Türe zu, das wissen wir ja. Und ja, ich hoffe, dass noch viele zum Herrn finden. Es wird so ein wunderschöner Moment sein. Ja. Unvorstellbarer, ja. Absolut. Wenn wir wieder mit dem Gott vereint werden, ne, das können wir uns gar nicht vorstellen. Ah, genau. Richtig. Das ist also schön oder wunderschön sind Begriffe, die wir Menschen benutzen, um irgendwas zu definieren, was überschön oder überwunderschön ist. Aber ich verstehe dich, ja. Ich verstehe, du versuchst das irgendwie in Worte zu fassen, ja, aber eigentlich ist ja schwer, kann man das ja nicht. Nee, weil das ist ja für uns wunderschön, das Wort ist weltlich, aber wir können das ja nicht, weil wir können es nicht vorstellen. Wir kennen das Leben jetzt hier auf der Erde nur und es ist nicht gerade so wunderschön hier. Und wir erleben uns ja tagtäglich und deswegen freue ich mich auf den Tag, wo der Herr uns abholt und ich hoffe, dass noch sehr, sehr viele Menschen zum Glauben kommen. Ja, Amen. Und dafür muss man natürlich beten und auch das Evangelium verkünden. Das ist irgendjemand nicht so laut. Ja, sehr gut, sehr schön, ja. Wunderbar. Hallo, Bruder. Hallo, Gottes Segen. Gottes Segen. Bruder Amir? Ja? Kann ich die Entrückung zeigen oder wirst du dann gesperrt von Simpsons? Ach so, ja, kannst du mal probieren. Ich mach's mal auf groß. Das heißt left below, ne, zurückgelassen. Warte, ich muss die erstmal finden. Eind. Zurückgelassen. Achso, okay, warte, es wäre jetzt sehr wichtig für die Zuschauer. Ja, in dieser Folge steht da left below. Nein, left behind. Zurückgelassen heißt das. Ja, aber in der Serie, also in der Simpsons-Folge, steht da left below. Achso, ja, aber ist damit dasselbe gemeint? Ja genau. Hab ich. Moment. Also an diejenigen, die noch keine Entscheidung für Jesus Christus getroffen haben, nochmal, die Serie Die Simpsons hat schon sehr viele Sachen vorausgesagt. Und der Matt Groening ist einer der höchsten Freimaurer, die wir hier auf unserer Erde haben. Und er weiß ganz genau durch seine Freimaurer, was geschehen wird in der nahen Zukunft. Und er verpackt das immer in den Serien, damit die Leute, die ja völlig Bananen in der Birne sind und das nicht begreifen, und denken, The Simpsons ist so eine Comicserie. Nein. Hinter Simpsons steckt ganz, ganz bösartige Menschen. Und zwar dieser Macher, Matt Groening, ein Hochgrad-Freimaurer, der uns zeigt, was abgeht. Da siehst du left below. Da haben sie nicht auch die ganzen Präsidenten und so hervorgesagt? So? Sieht man das? Ja, genau. Das ist Wahnsinn. Also diese Serie hat schon faustdick hinter den Ohren. Ne? Also es ist unglaublich. Auch mit Trump und so haben die gewusst. Das ist Wahnsinn. Krank. Achtet. Ja, das ist auf Englisch. Das ist nicht schlimm. Mal stopp. Ich übersetze das. Ich wünschte, du würdest mit uns zur Kirche kommen. Also da sehen wir einen Mann, der überhaupt so total in der Welt lebt. Und hat er so eine gläubige Frau mit den Kindern, die immer regelmäßig zur Kirche geht und quasi ein gläubiges Leben führt, sozusagen. Ne? Machen wir weiter. Character I can relate to. I bet good things happen to him. But honey, with recent troubles in the Mideast and other ominous signs, the rapture could soon be upon us. Aha.
Siehst du, die Entrückung könnte ganz nahe bevorstehen. Also komm doch mit uns, sei doch wieder im Glauben sozusagen, ne? Aha, siehst du, da kommt wieder dieses Atheistische in ihm hoch. Ah, die Dings. Wissenschaft hat uns doch bewiesen, dass Religion Quatsch sind. Und das Kreuz, hast du gesehen? Ja, das Kreuz heftig, ne? What if your wife finds out? It's modern times. Everyone's doing it. Besser, wenn man das auf Deutsch zeigt. Es gibt das auch auf Deutsch. Der Bruder Dennis hat das. Weil Englisch, weiß nicht, ob die meisten Leute Englisch können. Das ist heftig. Das muss man auf Deutsch zeigen. Warte mal, ich schau noch mal. Schau noch mal. Ja, das ist so krass. Was passiert? Ich hab's leider nicht auf Deutsch. Das ist alles auf Englisch hier. Ja. Schade. Ja, egal, die Leute können ja selber auf die Suche gehen. Also die Simpsons-Folge Left Below, zurückgelassen, und da reden die über die Entrückung. Habe ich schon sehr oft angesprochen. Da gibt's aber noch eine, American Dead, Rapture. Was sollen die denn hier sehen? Ich bitte dich. Können die ins Grüne gucken? Ja, schade. Naja. Egal, zeig es jetzt einfach, dann können die da, kann ich ein bisschen versuchen, das Ganze simultan zu übersetzen. Also kannst du mal Pause machen und dann. Okay, warte. I wish you'd come to church with us, sweetheart. Church? I'd rather play golf on the holiest day of the week. Oh, finally, a character I can relate to. I bet good things happen to him. But honey, with recent troubles in the Mideast and other ominous signs, the rapture could soon be upon us. The rapture? Easy there, Helen. Science has shown religion is just an old wives' tale. I'm sorry, but the only thing I'm praying for is that you take it easy on our credit cards. Oh, Mr. Thompson, what if your wife finds out? It's modern times. Everyone's doing it. Where did my jetzt passiert etwas. Mein christlicher Chauffeur ist nun weg. My pie
Sarah's husband is missing. The baby I chose to have baptized is gone. Heftig, ey. Nur noch mit christlichen Sachen. Hast du gehört, das Baby, das ich taufen wollte, ist weg. Mein christlicher Mann ist verschwunden. Mein Baby, das ich getauft habe, ist verschwunden. Aha, die Entrückung, der Zorn Gottes. Der Rest von uns wurde zurückgelassen, sagt er. Der Rest von uns wurde zurückgelassen. Wahnsinn. Siehst du? Und sie werden auf ihre Brust schlagen und wehklagen. Er sagt, wir waren solche Narren und haben uns Satans gewidmet. Guck mal, Buddha. Er sagt, ich dachte, alle Religionen führen zu Gott. Ach du Heilige, guckt euch das an. Warum habe ich mein Vertrauen auf Wissenschaft gesetzt? Warum habe ich mich entschieden, homosexuell zu sein? Oh, Wahnsinn. Ja, 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 ja. Und da, ne? Feuer vom Himmel, Apokalypse. Oh, ja, ja. Da kommt der Satan. Also die haben wirklich alles reingepackt, ne? Fertig? Ja, warte mal, Bruder. Amir, ich wollte an was zeigen von Lil Usifat über Rapture. An alle, die nicht an die Vorentrückung glauben. Ihr müsst nur auf Lil Usifats Konzert gehen. Er erzählt euch von der Vorentrückung. Einen Moment. Leute, ihr müsst den Stream liken und teilen, wenn es geht. Das wäre gut, dann kommen wir in höhere Ränge. Immer auf den Bildschirm drauf tippen. Immer drauf tippen. Die ganze Zeit drauf tippen. Was Lil Uzi hat wieder sagt. Oh, let me explain something real quick. Before everybody starts screaming and saying, oh, like I told y'all earlier, you motherfucker entered the rapture. And if ain't nobody flying up to heaven right now, I'll see all y'all motherfuckers going to hell. Right? Er sagt, auf seinem Konzert stoppt er die Musik und sagt, jeder, der von euch nicht jetzt in die Entrückung eingeht, wird mit mir in die Hölle gehen. Also jetzt. Das heißt, er weiß, sagt es Sache den ist. Leuten ins Gesicht und dass die lachen und jubeln. Das ist so klar. So, let's get it. Oh, you already here. I'm so sorry. You can't get out. You're stuck. It's over. You heard the song a million times and you didn't even know. Ja, es ist vorbei. Ihr habt den Song so oft gehört und ihr habt nichts gecheckt. Ja, hier sagt er halt, liebe, ne, was Geschwister, sagt er. Ich bin mal raus. Ich komme gleich nochmal wieder. Bis gleich. Okay, bis gleich. But I still love you. Hold on, let me explain something.